Sonne, ein Netz im Sand, Männer in Shorts und Frauen im Sportbikini. So kennt man die Bilder von Turnieren der Beachvolleyball-Profis normalerweise. Im März wird es so ein Turnier der World Tour auch in Doha geben. Nach 7 Ausgaben von Männerturnieren lässt Katar in diesem Jahr erstmals Frauen, doch die Bilder werden dann andere sein. Denn die Behörden haben für das Turnier Kleidervorschriften festgelegt. Die Spielerinnen sollen in Shirts und knielangen Hosen starten. Deutschlands aktuell bestes Team hat deswegen bereits seinen Verzicht erklärt. Carla Borger und Julia Sudell, in der Weltrangliste auf Platz 16, wollen unter diesen Umständen nicht teilnehmen. Wir wollen das nicht mittragen, sagen sie dem Spiegel in einem Videotelefonat. Der Volleyballweltverband FIVB bestätigt gegenüber dem Spiegel die Kleidervorschriften. Man respektiere die Kultur und Traditionen des Gastgeberlandes und freue sich auf das Turnier, heißt es. Die Spielerinnen seien wegen der Kleidervorschriften befragt worden und hätten sich einverstanden. Weiterlesen mit Spiegel Plus, mehr Perspektiven, mehr Verstehen. Ihre Vorteile mit Spiegel Plus Icon, check der Spiegel als Magazin, als App, ihr Bepa und auf dem E-Reader Icon. Check alle Artikel auf die exklusive Texte für Spiegel Plus Leser-Icon. Check einen Monat kostenlos testen, jederzeit online kündbar. Ein Preis nur 19,99 € pro Monat, jetzt für 0 Cent ausprobieren. Jetzt kaufen, Pfeil nach rechts. Sie haben bereits ein Digital-Abonnement? Hier anmelden, iTunes-Abo wiederherstellen. Spiegel Plus wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kaufbestätigung. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit 19,99 €. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um Spiegel Plus außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem Spiegel-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung.